Herzlich willkommen zur Eröffnung des 43. Filmfestivals Max-Ophüls-Preis. Bitte begrüßen Sie unsere Moderatorin Susanne Braun. Hallo. Schönen guten Abend. Was für ein warmer Empfang und wie schön hier vorne zu stehen und in diesen Saal zu schauen, in diesen Kinosaal. So gehört sich das. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum 43. Filmfestival Max-Ophüls-Preis und ich darf alle Bürger und Bürgerinnen hier im Saarland, aus dem Saarland begrüßen und natürlich Sie, sehr verehrtes Publikum, die sich dazugeschaltet haben aus dem Livestream. Schön, dass Sie bei uns sind. Letztes Jahr gab es ja schon eine besondere Ausgabe und auch dieses Jahr ist wieder einiges Neues dabei, einige Überraschungen, komplett neues Konzept und ich darf noch nicht alles verraten, aber auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, wir sind hier im Saal nicht der einzige Kinosaal, der zuschaut, sondern es sind noch weitere Kinos dazugeschaltet aus Saarbrücken und dem Saarland. Dezentral Hybrid, das ist das Stichwort der diesjährigen Ausgabe. Und was das genau bedeutet, wird Ihnen später noch die Festivalleiterin Svenja Böttger und der künstlerische Leiter Oliver Baumgarten berichten. Aber jetzt grüße ich erstmal in die anderen Säle, nämlich ganz herzlich in die Kamera 2, das Passagekino, das Kino 8,5 und das Filmhaus in Saarbrücken. Hallo da draußen. Und beim Festival geht es ja immer noch einen Schritt weiter, nämlich Ufte Schneer. Und da darf ich auch einige Kinos begrüßen, die live dazugeschaltet sind. Nämlich das Thalia Lichtspiel in Buß. In St. Ingbert ist es die Kinowerkstatt. Homburg ist es das Eden-Cinehaus. Und aus Saarlouis die Capital Movie World. Auch schön, dass ihr alle mit dabei seid. Hier im großen Saal darf ich namentlich noch einige Gäste begrüßen, die hier sitzen und heute Abend diese Eröffnung mit uns genießen. An erster Stelle natürlich die Festivalleiterin Svenja Böttger und den Gastgeber des Abends, den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Saarbrücken, Uwe Konrad. Schönen guten Abend. Wo seid ihr? Das Licht strahlt sehr stark oder wahrscheinlich strahlen Sie so sehr, deswegen kann ich nicht immer sehen, wo Sie sitzen, aber ich freue mich, wenn Sie mir zuwinken. Ich begrüße auch den Ministerpräsidenten des Saarlandes und Preisstifter für die Bestregie, Tobias Hans. In Vertretung für den Landtagspräsidenten Stefan Toscani darf ich Isolde Ries, die Landtagsvizepräsidentin, begrüßen. Und die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr, Anke Rehlinger, sowie die Ministerin für Bildung und Kultur, Christine Streichert-Kliwoth. Einen schönen guten Abend auch an den Staatssekretär Jan Benedicic, unseren neuen Intendanten, wahrscheinlich so neu ist, unser neuer Intendant vom Saarländischen Rundfunk, Martin Grasmück, und die neue Kulturdezernentin und natürlich Geschäftsführerin des Filmfestivals, Dr. Sabine Dengel. Schönen guten Abend. Außerdem begrüße ich von Herzen unseren künstlerischen Leiter Oliver Baumgarten. Und auch begrüßt sind die Mitglieder des Aufsichtsrates vom Filmfestival Max-Ophüls-Preis sowie alle weiteren MitarbeiterInnen der Landeshauptstadt Saarbrücken. Und ich begrüße auch den Oberbürgermeister der Stadt St. Ingbert, Uli Meyer, und den Oberbürgermeister der Stadt Neunkirchen, Jörg Aumann. Und Sie haben es gleich geschafft, aber Sie können noch mal so die geballte Ladung an Applaus zusammenholen, nämlich für unsere Sponsorinnen und unsere Unterstützerinnen sowie unsere Festivalpatinnen im Filmhaus und alle Kulturschaffenden im Passagekino. Und last but not least, es braucht bei einer Eröffnung auch immer einen Film, einen Eröffnungsfilm, und dazu gehört ein Team. Und ich freue mich sehr, zum Eröffnungsfilm Everything Will Change die Produzentin Katharina Bergfeld begrüßen zu dürfen, den Filmemacher Martin Persil und den Komponisten Gary Marlow.
Und ich sehe, Sie sind total gut gebrieft, denn ich sehe ganz viele Masken, die Sie tragen. Bitte tragen Sie die, wenn Sie den Platz verlassen, wenn Sie am Platz sitzen, können Sie die gerne abnehmen. Und ansonsten, glaube ich, sind Sie da drin irgendwie jetzt schon langsam alle gut geschult. Ich sehe das. Einige sind hier natürlich ganz anders angekommen. Einige kommen aus Saarbrücken, die hier im Saal sitzen, hatten nicht ganz so eine lange Anfahrtsreise. Und andere sind vielleicht mit dem Auto hierher gekommen oder vielleicht mit dem Fahrrad. Ich bin gestern in Saarbrücken natürlich am Bahnhof angekommen mit dem Zug. Bin durch die Stadt gelaufen und habe schon die ganzen blauen Lichter gesehen, die schön geschmückten Schaufenster, was so toll zeigt, wie fest die Leidenschaft und die Liebe der Saarbrücker zu dem Festival ist. Und ich finde immer, wenn man im Januar hier ankommt, so nach diesem Winter-Weihnachtsblues, dann fängt einen dieses blaue Licht wieder auf und man freut sich total auf das Festival. Ich war vor 6 Jahren das erste Mal hier und zwar nicht als Moderatorin, sondern selbst als Teilnehmerin. Ich war mit einem mittellangen Film hier und wir waren zu dritt, Regie, Produzentin und ich als Regieassistenz. Und natürlich waren wir super aufgeregt und haben uns im Vorfeld gefragt, oh wow, wir sind hier eingeladen, wir dürfen unseren Film zeigen. Aber wie bezahlen wir denn die ganzen Übernachtungen? Ich weiß nicht, ob Sie, vielleicht heben Sie mal kurz die Hand, die Aktion kennen, Betten für Jungfilmer und Jungfilmerinnen. Wer hat davon schon mal was gehört? Oh, da gehen einige Hände hoch. Okay. Und wer hat denn schon mal, also kurz umrissen, dort stellen Saarbrücker und Saarbrückerinnen eine Schlafmöglichkeit für junge, mittellose Filmschaffende und haben die Möglichkeit, dort eben zu übernachten und aber auch direkt mit den Saarbrückern in Kontakt zu kommen. Vielleicht noch mal kurz Hände hoch, auch in den anderen Sälen, auch wenn ich das nicht sehe, ist das ja für Sie in dem Saal vielleicht spannend, mal zu gucken, ob der Nachbar oder die Nachbarin die Hand hebt. Wer hat solch einen Schlafplatz schon mal zur Verfügung gestellt? Ja, doch, da gehen auch einige Hände hoch. Ich hatte auch das Glück mit meinem Team und wir sind aufgenommen worden von einem ganz herzlichen Mann, der uns nicht nur ein tolles Frühstück jeden Tag beschert hat, sondern der uns alle Fragen beantwortet hat zu Saarbrücken und dem Filmfestival. Wir haben über die Filme diskutiert, er war bei unserer Premiere, man hat sich in Lolas Bistro getroffen, man hat sich verbunden, man hat gequatscht. Und das Schönste an der Geschichte ist, dass wir bis heute immer noch Kontakt haben. Und wenn das Festival stattfindet, dann sehen wir uns, dann sprechen wir über die Filme. Mal sind wir einer Meinung, mal gar nicht so richtig. Und das Wichtigste ist aber, dass diese kleine Anekdote zeigt, was das Festival hier in Saarbrücken ausmacht. Nämlich, dass hier in Saarbrücken diese herzliche und willkommene Art, Tor und Tür zu öffnen und die Menschen zusammenbringen, ganz vorne steht, um einen nachhaltigen Dialog wirklich zu erschaffen. Und das zwischen Filmschaffenden und dem Publikum. Über die eigene Landesgrenze hinaus und das nicht nur in analoger Form, denn wir sind noch immer im Kontakt. Ich sage, Grüße gehen raus, ich weiß, du schaust remote zu, sondern auch in digitaler Form und in diesem Jahr hybrid. Und das ist auf jeden Fall was, was man in diesen Zeiten feiern kann. Und was es dieses Jahr für besondere Neuigkeiten gibt, das kann uns natürlich niemand besser sagen als unsere Festivalleiterin Svenja Böttger und den künstlerischen Leiter Oliver Baumgarten. Der Weg ist lang, das Kino ist groß und es sind so viele Leute hier. Ja, Achtung, Kameramann. Und die Kamera ist auch da. Hallo ihr beiden. Hallo. Stimmt. Ihr dürft. Ihr dürft euer Gesicht zeigen, wenn ihr möchtet. Schön, dass ihr hier oben steht. Schön, euch hier zu sehen in dem Saal und zu wissen, dass noch so viele andere zuschauen. Wie geht's euch gerade? Aufgeregt. Auf jeden Fall ein bisschen nervös. Und irgendwie auch total glücklich, erstens, dass es losgeht und zweitens, dass wir wieder ins Kino dürfen. Und wer sie noch nicht gesehen hat, da und da stehen auch diese netten Kameras, die uns ermöglichen, das halt auch in die anderen Kinos zu streamen. Ja, nervös. Oliver nickt. Okay, ich fange mit der ersten Frage an. Herausforderungen
im Jahre 2022. 2020 wart ihr das letzte Mal in Präsenz, in voller Präsenz am Start. Dann habt ihr letztes Jahr ein ziemlich cooles Online-Format hingelegt, was nicht nur grandios war für die Branche, sondern eben auch für das Publikum. Habt euch da viele neue Dinge ausgesucht, wart auch ein Stück weit Leuchttürme für andere Festivals. Was bringt dieses Jahr mit sich an Herausforderungen? Ja, ich glaube, wieder einen anderen Weg zu finden. Ne? Also wir haben in den letzten 2 Jahren natürlich viel geguckt und überlegt zusammen und auch mit dem Team zusammen, wie kann man denn ein Festival machen? Was ist aber auch das Wichtige an einem Festival? Was ist an einem wichtigen, also einem Nachwuchsfestival auch wichtig? Und haben ja tatsächlich wieder eine neue Form gefunden, beziehungsweise wir nennen das auch gern so den Weg zurück ins Kinofestival, denn wir sind total happy, dass wir mit unserem Modellprojekt, was wir im Dezember dann geplant haben und auserkoren haben, jetzt auch wirklich stattfinden dürfen und ausprobieren dürfen, was es denn bedeutet, in irgendwie 9 Kinos gleichzeitig das gleiche Programm zu zeigen, was es auch wieder bedeuten kann, endlich euch Filmschaffende hier zu haben und euch auch dem Publikum vorzustellen und auch mit dem Publikum irgendwie sprechen zu können und zu gucken, wie das so funktioniert. Weil ich war am Samstag auch, bin ich über den Markt gelaufen auf dem Weg zum Büro und dann haben mich auch ein paar Leute angesprochen und meinten so, oh, es geht endlich wieder los. Und das war halt ein super schönes Gefühl, wo man jetzt auch, finde ich, erst merkt, wenn wir heute wieder anfangen, was man eigentlich so vermisst hat. Was habt ihr so mitgenommen aus dem letzten Jahr, wo ihr komplett online wart, wo ihr sagt, oh, das lief so gut, das machen wir dieses Jahr auf jeden Fall wieder? Tatsächlich unseren Mob-Festivalfunk. Den haben wir ja letztes Jahr gemeinsam mit dem Saarländischen Rundfunk zusammen mit unserem Medienpartner aus dem Boden gestampft und wir ein paar verrückten Herrschaften und ein paar verrückt lustige Personen aus dem SR haben halt gesagt, komm, irgendwas müssen wir an Gesprächsformat finden, damit wir auch die Filmschaffenden zu Wort kommen lassen können und auch ein bisschen zeigen können, wie es hinter den Kulissen losgeht. Und unsere Blaue Woche, denke ich auch, also die wir im Vorfeld vom Festival gemacht haben und ja, einfach das... Wir auch einige Learnings natürlich hatten im digitalen Bereich, aber dass wir vor allem auch gelernt haben, hier gehören wir hin. Auf die Leinwand wollen wir und müssen wir und dafür machen ja unsere Filmschaffenden auch ihre Filme. Das ist natürlich total schön, dass wir jetzt hier auch wieder so hybrid zusammenkommen können, denn Oliver, für dich, man darf es sagen, ist es der letzte Startschuss als künstlerischer Leiter des Festivals und es ist so schön, weil wir dich natürlich jetzt die nächsten 10 Tage können wir dich nochmal so richtig hochleben lassen für die letzten Jahre, die du bei uns warst als künstlerischer Leiter. Was ist das, worauf du dich jetzt in dieser Ausgabe nochmal besonders freust? Ja, also vor einer Viertelstunde hätte ich gedacht, die Eröffnung, aber jetzt bin ich doch sehr nervös, muss ich sagen. nein, also das gehört, aber das ist genau was, das gehört halt dazu, also auch dieses Aufgeregtsein, das ist halt Teil von dieser ganzen, von diesem ganzen, was Festival ausmacht und natürlich irgendwie haben wir das letztes Jahr vermisst in der Form und deswegen freuen wir uns, ja, also einfach hier zu sein, das ist unser Kino, also jetzt hier speziell in diesem Raum, das ist der Raum, wo in den letzten Jahren die Premieren stattgefunden haben und das ist ein Raum, der einfach viel, viel Bedeutung hat, ne, für uns und fürs Festival und für mich persönlich auch. Und deswegen, ja, das sind die Momente, die jetzt toll sind, auf die ich mich freue, auf die wir uns alle freuen. Und natürlich, also wir werden das nicht oft genug oder sagen wir mal, wir wiederholen es immer wieder, es klingt ein bisschen platt, aber es sind die Begegnungen einfach, das ist so. Das ist das, was Festival ausmacht und darauf freuen wir uns. Und das werden so gesehen tolle 10 Tage, dass wir das, was möglich ist und sicher ist, auch umsetzen können. Und das hoffe ich auch, dass das so klappt, wie ihr das auch eben auf dem Papier und jetzt auch, wie wir es hier sehen können, dass die Menschen sich begegnen können, eben erschaffen habt. Was sind die Besonderheiten? Was ist neu dieses Jahr? Was dürfen wir dieses Jahr an Überraschungen entdecken? Ich glaube, so ein bisschen alles und nichts, denn es ist natürlich einiges altneu, dass wir zurück in den Kinos sind. Es ist aber natürlich eine neue Form, dass wir ein kleineres Programm haben, dass wir 10 Tage sind. Das ist ja auch, normalerweise laufen wir von Montag bis Sonntag. Jetzt laufen wir von Sonntag über den Sonntag bis Mittwoch. Dass wir natürlich das Online-Angebot auch trotzdem behalten haben, dass es natürlich auch darum geht, ja, worauf, glaube ich, so auch die Neugierde wieder da ist, dass man halt weiß, man kann Gäste vor Ort treffen der Filme, man kann sich irgendwie austauschen und unterhalten. Mhm. Mob Connect gibt es dieses Jahr, das ist so ein bisschen anders als bei Mob Industry oder was hat es damit auf sich?
Ja, genau. Also wir haben ja auch immer einen sehr großen Branchenteil bei uns im Industry Part, der ja auch für uns sehr, sehr wichtig ist. Und auch da sind wir wieder erneut online. Das heißt, wir haben uns für die Online-Akkreditierten und für die FachbesucherInnen auch überlegt, was ist denn jetzt gerade wichtig? Und wichtig ist das Netzwerken, das Connecten miteinander. Und deswegen hat unser Industry-Team sich innerhalb von 24 Stunden einfach mal kurz ein neues Konzept überlegt und hat gesagt, wir wollen dieses Jahr irgendwie diese Vernetzung voranbringen. Einmal mit den Filmschaffenden vor Ort, die wir da haben, und einmal online, dass wir halt so Speed-Datings machen und auch Panels voraufgezeichnet haben, um zu zeigen, darüber kann man in Austausch kommen miteinander. Das ist nicht das Einzige, was neu ist, denn es hat sich auch was bei den Preisen getan. Was ist denn da passiert? Genau, also erstmal grundsätzlich sind wir wahnsinnig froh darüber, dass wirklich alle Preise, die wir in den letzten Jahren haben ausloben dürfen, auch wir in diesem Jahr ausloben dürfen. Da jetzt schon mal vorweg einen herzlichen Dank an alle, die da beteiligt sind in der Finanzierung und generell in der Idee, also in der Unterstützung dieser Ideen. Denn das ist ja für die Filmschaffenden wirklich eine große Sache, was es hier auch zu gewinnen gibt. Und tatsächlich haben wir in diesem Jahr 2 neue Preise. Wir sind also insgesamt 18, denn wir schließen eine gewisse Lücke, wenn man so will. Wir arbeiten zusammen mit den Filmkritikerverbänden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und loben den Preis der Filmkritik aus für jeweils den besten Spielfilm und den besten Dokumentarfilm. Dafür wird eine Jury hier sein, die das dann extra sichtet, also die Filme im Kino. Wie übrigens, das kann ich ja auch schon sagen, die Jurys eben auch hier sein werden. Sie werden die Filme hier im Kino schauen, weil uns das ganz wichtig war, dass eben die Filme, wenn man schon sich entscheiden muss, welcher Film ja, es ist vielleicht einer Jury wert, irgendwie einen Preis zu bekommen, dass dann die Filme auch dort geguckt werden, wofür diese gemacht wurden, nämlich auf der Leinwand. Das ist ja doch ein großer Unterschied als zu Hause, würde ich jetzt mal schon behaupten. Ich höre da Geklatsche, genau, die Jury darf hier sein und sichten, denn fürs Kino sind die Filme gemacht. Ihr habt euch für einen ganz besonderen Eröffnungsfilm entschieden, ein Film, der auch mit im Festival im Wettbewerb läuft. Everything Will Change, der Name, finde ich, gibt schon total vor oder postuliert, dass sich etwas ändern muss oder soll. Was war eure Motivation, diesen Film als Startschuss zu verwenden? Ja, also der Titel ist tatsächlich interessant, wenn du das schon ansprichst, also weil er ja, er heißt ja Everything Will Change und nicht Everything Must Change. Mhm. Und trotzdem ist es total interessant, dass eigentlich beides irgendwie passt. Ne? Und ich denke, wir also erstmal jetzt nur vom Titel gesehen, ist es natürlich ein Motto, das dass so wichtig ist und so grundlegend, dass wir es sehr schön finden, das am Anfang eines Festivals, das eben sehr viel Öffentlichkeit hat, zu stellen. Denn ja, wir müssen uns halt fragen, also klar, everything will change, aber ne, also alles wird sich verändern, aber es kommt sehr auf uns an, zu welchem Grade es sich verändern wird und auf welche Art es sich verändern wird. Also dass die Welt sich verändern wird und verändern muss, da sind sich ja viele einig, vielleicht nicht immer in die gleiche Richtung und so, das, aber trotzdem hängt es sehr von uns ab, was wir dafür tun, wie die Veränderungen aussehen. Und das ist erstmal jetzt mal so als Motto gut, dann ist natürlich der Film eben einer, Sie werden es ja gleich sehen, einer der das eben auch handwerklich und dramaturgisch einfach wahnsinnig klug macht und das mit einem wunderbaren Kniff uns sehr, sehr konfrontiert mit dieser Frage auf eine tolle Art, die wir großartig fanden, um es eben am Anfang eines Festivals zu setzen. Ja. Und da kann man auf jeden Fall schon auch zu verraten, dass wir hier noch Karten ausliegen haben, nämlich für den Publikumspreis. Das heißt, Sie können für den Film, der heute als Eröffnungsfilm läuft, auch schon abstimmen und eben nachher dann nach der Vorstellung den abgeben in die Kiste. So ein Festival braucht nicht nur viele Hände und Köpfe, um organisiert zu werden und dann hier eben eröffnen zu können, sondern es braucht auch einiges an finanzieller Unterstützung. Wer hat euch da unter die Arme gegriffen? Sehr viele tolle Firmen und Leute. genau, wir haben tatsächlich das ganz, ganz große Glück, dass wir wieder alle Sponsoren und Förderer dabei geblieben sind, dass sie weiterhin uns unterstützt haben, dass einige auch mit uns die Extrameile gerade laufen und gesagt haben, ihr braucht mehr Geld, ihr kriegt mehr Geld, die an uns glauben und wo wir einmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen möchten, weil wir einfach sehr genau wissen, in der Kultur
wir brauchen es, wir sind da total drauf angewiesen und man sieht es auch immer schön bei uns im Hintergrund, wie viele es auch wirklich braucht, um so ein Festival ein Jahr lang vorbereiten zu können, um es dann auch stattfinden lassen zu können. Deswegen danke, danke. Und einen Sponsor möchten wir auf jeden Fall rausheben. Das ist in diesem Jahr die Union Stiftung, die uns einmalig wirklich extrem groß unter die Arme greift für dieses Jahr. Und wir wirklich sehr happy sind, dass wir damit in der Lage sind, auch dieses Festival zu machen. Deswegen an alle Sponsoren, Förderer, auch unsere Festivalpartnerinnen, tausend Dank. Und bevor wir das aber auch nochmal vergessen, beziehungsweise wir haben jetzt gerade die große Bühne, deswegen wollten wir das auch nochmal gerne machen, unserem Team zu danken. Denn wir haben echt ein Hammer-Hammer-Team, was die letzten Wochen sehr, sehr viel gemacht hat. In der Tat. Diesem Team kann man nicht genug danken und das wird die nächsten 10 Tage rocken, das weiß ich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Genießt jetzt den Abend, lehnt euch zurück und wir sehen uns später. Multimedial unterwegs, nicht nur auf den bekannten Social-Media-Kanälen, sondern auch mit seinem bürgernahen Podcast Impulse@Saarbrücken. Ich bitte auf die Bühne den Co-Gastgeber des heutigen Eröffnungsabends, den Aufsichtsratsvorsitzenden des Festivals, der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Saarbrücken, Uwe Konrad. Lassen Sie sich nicht hetzen. Hallo, hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo und guten Abend. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Podcast, Twitter, Instagram, viel auf Social Media unterwegs. Ich denke, da geht auch hervor, die Kommunikation ist wichtig, nicht nur über die digitalen Kanäle, sondern sicherlich eben auch bürgernah, so analog, wie es geht, um im regen Austausch zu bleiben, gerade jetzt mehr denn je. Was sind Ihrer Meinung nach so die wichtigsten Erkenntnisse der letzten 2 Jahre, einmal in Bezug auf Online-Medien, aber auch auf die Kulturbranche? Zunächst einmal ist es unheimlich schön, wieder hier zu sein, auf der Bühne zu stehen. Es ist eine wirkliche Freude, dass das Festival stattfindet. Und ich glaube, es geht jedem so, der im Kino heute ist und der auch einschaltet und zuschaut. Wir freuen uns ungemein, dass das Festival stattfindet. Und natürlich hat ja die Pandemie zu einem Digitalisierungsschub insgesamt geführt. Die gesamte Arbeitswelt in den Schulen, an vielen Stellen, wo vielleicht sogar auch ein gewisser Digitalisierungsstau war, ist ja aufgelöst in unserem Land. Aber klar ist doch auch, wir haben ja auch die Grenzen dessen gesehen. Und das ist vielleicht sogar ganz gut für den gesellschaftlichen Dialog, dass Digitalisierung nicht mehr nur mit Ängsten belegt wird oder auch übertriebenen Hoffnungen, sondern wir ein gewisses Gespür dafür entwickelt haben, wie viel Präsenz, wie viel analoge Welt, wie viel, ich sag's mal so, Kino, aber auch Gespräch vor Ort braucht eine Gesellschaft, um zum Beispiel auch in den Gesellschaften Dialog einzutreten. Heute haben wir einen Eröffnungsfilm über ein wichtiges Thema. Und ich glaube, es gibt 2 Sachen, die wichtig sind. Erstens, dass er heute gezeigt wird. Das könnte man auch rein digital, das wissen wir. Aber es ist auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Und dass diese Form des Dialogs, die ist eben nicht alleine nur im digitalen Raum so gut, als wenn wir sie eben auch in Präsenz führen. Und das braucht eine Gesellschaft. Gibt es schon Ideen für auch kulturelle Events, wie ja auch das Festival eines ist, wo man auch wieder verstärkt versucht, hybride Formationen zu finden, also wieder den direkten Kontakt auch sicher möglich zu machen? Also zunächst einmal, ich glaube, in Saarbrücken haben wir in dieser Pandemie immer eins gezeigt. Wir haben eine gewisse Form von Resilienz und auch eine Herangehensweise im Kulturbereich wie in den anderen Bereichen, dass wir sagen, wir gehen nicht unkontrolliert an die Sachen ran, wir gehen verantwortungsbewusst ran, aber wir sagen, was möglich ist, das wollen wir auch umsetzen. Und das war im Kulturbereich auch in dieser Pandemie bislang so. Ja, wir konnten kein Saarspektakel oder Altstadtfest machen, das ging nicht. Aber ich erinnere mich auch, dass wir im letzten Sommer über 200 Präsenzveranstaltungen in dieser Stadt gemacht haben, die Muschel im DFG rocken lassen.
Und ich glaube deshalb, ein Signal an die Kulturschaffenden zu geben, es war viel mehr als ein Signal an die Kulturschaffenden. Es war ein Signal an die gesamte Stadtgesellschaft und an die Branche. Und hier ist es doch im Grunde genommen auch so. Wir geben aus Saarbrücken heraus ein Signal an eine Branche, die wie wenige Branchen unter der Pandemie leidet. Und das geht, ich sag mal, das sind alle Produzenten, alle Filmschaffenden, alle Kinobetreiberinnen, aber auch alle Kinofans, die auch darauf drängen, dass es eben auch neue Stoffe gibt, die wir neue Filme auf der Leinwand sehen, neue Diskussionen führen. Und das geht eben nur, wenn diese Branche weiterlebt, über diese Pandemie hinweg. Und dafür braucht sie das. Dafür braucht sie einfach, dass wir da sind, dass wir dazu stehen, dass das Festival stattfindet, dass wir Ja sagen zum Kino. Und das ist deshalb eine große Freude auch, dass wir hier sind. Ja sagen zum Kino und auch wieder hier sein dürfen. Sie haben das Festival natürlich in der Position des Aufsichtsratsvorsitzenden enorm unterstützt. Wie konkret sah die Unterstützung aus? Was kam da von Ihnen mit rein? Also zunächst ist es mir auch nochmal ein Bedürfnis, Svenja Böttger, Oliver Baumgarten, dem ganzen Team an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön zu sagen, ein Kompliment zu machen. Denn es ist 2 Jahre lang auch ein sich einstellen auf ganz viele verschiedene Szenarien, diese, ich sag mal, vorzudenken, vorzubereiten, um sich dann am Ende, wenn es in den Festival heiße Phase geht, am Ende zu sagen, diesen Weg gehen wir. Wir stehen da immer wieder im Dialog. Und ich glaube, es ist eines, was schon mal ich mit reingeben konnte, das war so der Grundsatzaussage, dass wir gesagt haben, also es gibt eine Sache, die schon mal feststeht, das Festival findet statt. Und wenn wir diese Diskussion schon mal, ich sag mal, nicht als die Frage des Ob, sondern die Frage des Wie diskutieren, dann weiß ich ja auch nicht im Vorhinein, im September, wie ist es im Januar. Aber dann weiß ich, wir richten uns darauf ein. Und wenn es dann darum geht zu sagen, okay, wo müssen wir noch gucken, dass die Finanzierung noch dabei ist, dann weiß ich auch, es gibt Dinge, die ich noch mit reinbringen kann, vielleicht noch an Kontakten, an Gesprächen. Aber es ist vielleicht auch noch mal gerade dann am Ende zu sagen, jetzt kommen wir noch mal mit zur Entscheidung und ich stehe hinter dieser Entscheidung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Festivalleitung auch weiß, die ganze Stadtverwaltung, die ganze Stadtspitze, ich weiß auch der Stadtrat, wir stehen hinter diesem Festival. Und wir wissen umgekehrt auch, es wird wahnsinnig viel gearbeitet und wir sind auch sehr dankbar. Die Haltung zeigen und die starke Schulter auch präsent haben. Wir haben jetzt viel auch davon gesprochen, wie schön es auch ist, hier wieder zu stehen. Auf was freuen Sie sich ganz persönlich jetzt in den nächsten 10 Tagen? Also ich habe mich erstmal unheimlich gefreut, als wir heute Abend hier reingegangen sind und ich sehe viele bekannte Gesichter. Das Festival lebt ja auch davon, dass wir eine ganze Community haben ringsherum und die hat uns letztes Jahr gefehlt. Das ist natürlich, meine Frau ist auch Festival-Fan und wir haben letztes Jahr vielleicht sogar mehr Filme geguckt als in manch anderen Festivals, einfach weil ja auch andere Dinge nicht stattgefunden haben. Da waren dann keine Empfänge, wir waren nicht in Lolas Bistro, sondern wir waren zu Hause und wir haben halt einen Film nach dem anderen geguckt, was wunderbar war, weil es gab ja auch keine andere Alternative letztes Jahr. Und ich glaube, dieses Jahr wird das bei uns auch hybrid. Also wir werden den einen oder anderen Tag auch tatsächlich auch online uns Filme anschauen. Und auch das ist gut. Wir haben 3 Kinder. Es ist auch da, sag mal so, die ganze Woche nicht zu Hause zu sein, ist auch nicht so ganz einfach. Also insofern, auch das hat dann teilweise sogar auch Chancen. Ich will das auch mal sagen, das hybride Format erreicht möglicherweise den einen oder anderen Festival-Fan, der ansonsten keine Chance hätte, immer hier zu sein. Und ich freue mich auch, dass wir an vielen Abenden auch mit dabei sind und dass wir uns, ob das, ja, sag mal, in allen Reihen, aber ich freue mich immer auf die Kurzfilme, auf die Dokumentation. Ich freue mich auch auf den einen anderen Langfilm und ich freue mich über den Austausch, auf das Sehen, so wie es halt eben geht. Es ist nicht alles, es ist ja noch nicht so, wie wir es hoffentlich nächstes Jahr dann wieder haben, aber wir werden uns begegnen und wir werden uns austauschen können. Und das freut mich ungemein. Danke. Auch das Hybride hat sehr, sehr große Qualitäten. Gerade familienfreundlich, höre ich raus, ist da auf jeden Fall mit dabei. Und ich finde auch, dass da viele Dinge sind, die man neu entdecken kann, für sich neu nutzen kann. Vielen, vielen Dank an Sie, dass Sie heute Abend hier sind und das Festival mit begleiten und eröffnen. Vielen Dank, Frau Braun. Danke.
Und im fliegenden Wechsel darf ich nun nach vorne bitten, den Ministerpräsidenten des Saarlandes, unter anderem Preisstifter für die beste Regie, also der Preis des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans. Hallo. Hi, schönen guten Abend. Jetzt haben wir ja schon viel über Filme und dieses Festival gesprochen. Was haben Sie zuletzt für einen Film gesehen, der Sie begeistert hat? Das ist in der Tat eine gute Frage. Ehrlich gesagt war das beim anderen Filmfestival Ende letzten Jahres, dem Günter-Rohrbach-Filmpreis in Neunkirchen. Und ich hatte eine Laudatio gehalten auf einen Film von Arman Teriahi. Und der hat mich wirklich begeistert. Der heißt Fuchs im Bau, also auch ein deutschsprachiger Film, zwar aus Österreich. Und was ich klasse fand, ist, dass der einen so reinversetzt hat in diesen Alltag des Gefängnisses. Gefängnislehrer war der Protagonist. Und obwohl man es erwartet hatte, hat der Film das geschafft, nicht jetzt so den großen pseudo-sozialkritischen Zeigefinger zu erheben, sondern hat sich um die Charaktere gekümmert und man ist da richtig tief reingekommen. Es hat mich total berührt. Und mich nochmal davon überzeugt, deutschsprachiger Film kann richtig was, braucht keinen internationalen Vergleich zu scheuen. Von daher freue ich mich natürlich jetzt auf das, was ich heute sehe. Fuchs im Bau, ein Film, der ja auch im letzten Jahr hier auf dem Festival lief und natürlich auch brilliert durch seine Regie. Was verbinden Sie persönlich eigentlich mit dem Preis, den Sie stiften als saarländischer Ministerpräsident? Naja, also ich wünsche mir natürlich, dass der Preis jemanden auszeichnet, der ein Stück weit sein Handwerk, die Techniken versteht, darin brilliert, aber es eben auch schafft, seinen eigenen oder ihren eigenen Stil zu prägen. Weil ich glaube, das ist ja das Besondere an diesem Festival, was es auch mittlerweile weit über die Grenzen des Saarlandes und Deutschlands hinaus bekannt macht, dass wir wirklich Nachwuchshoffnungsträger einen Spot on geben und zeigen, Mensch, da ist jemand, die oder der kann richtig was. Und deswegen wäre das natürlich meine Hoffnung, dass dieser Preis das auch in diesem Jahr dann wieder rausarbeiten kann. Sie haben es gerade schon angesprochen, das Festival strahlt über seine Landesgrenzen hinaus. Was ist es, was das Festival hier so besonders macht? Es ist der einzigartige Fokus natürlich. Also es gibt kein vergleichbares Festival, schon gar nicht im deutschsprachigen Raum, was so sehr eben den Nachwuchs nochmal fördert und rausarbeitet, dass es junge Leute sind, die Film auf die Leinwand bringen können, egal ob das jetzt kurzes oder langes Format ist, was sich keiner Vergleiche zu scheuen braucht. Und das macht das Ophüls Festival zu sowas Besonderem, dass immer, wenn ich hierher komme, wenn Festival ist, ob jetzt vor der Pandemie war das natürlich nochmal intensiver, dass da so ein hochinternationales Publikum einfach auch da ist und die sagen, Mensch, auf dem oder wenn man woanders hinkommt, sagen, auf dem Ophüls Festival, da war ich zum ersten Mal im Saarland, da habe ich zum ersten Mal den oder die Regisseurin getroffen. Ich finde, das ist sehr begeisternd. Also das ist für unser Land ein absolutes Aushängeschild, dieses Festival. Und allein schon deswegen war für mich zusammen mit dem Oberbürgermeister auch klar, dass wir jetzt alles geben müssen, um das Festival stattfinden zu lassen. Was ist Ihr persönlicher Wunsch vom Festival an die Zuschauer und Zuschauerinnen für die nächsten 10 Tage? Na, auf jeden Fall mal das zu tun, was wir jetzt gleich beginnen werden, nämlich Freude zu haben am Film. Und das ist so ein bisschen neu für die, die im Kinosaal sind, auch Freude zu haben, nochmal im Kino zu sein. Also ich, ehrlich gesagt, freue ich mich jetzt auf mein kleines Lunchpaket und da so ein bisschen auch dran rumzuknabbern während dem Film. Das gehört doch einfach dazu. Also einfach Freude zu haben, am Film einzutauchen und vielleicht aber auch was mitzunehmen, über das man die nächsten Tage und vielleicht auch darüber hinaus noch denken kann, was man aufgreifen kann, so wie mich jetzt Fuchs im Bau irgendwie nachhaltig seit Wochen begeistert, dass das eben auch ja, auf den heutigen Tag und auf die kommenden 10 Tage zutrifft. Also Film kann super viel verändern und diese Veränderung im positiven Sinne wünsche ich mir für alle. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen und der Eröffnungsfilm rückt näher. Das heißt, Sie können es sich jetzt auch gemütlich machen mit eben diesem kleinen Foodback. Und schönen herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind und erstmal Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank auch Ihnen, Frau Braun, und allen. Danke. Danke. Wir sind im Endspurt. Wir sind so kurz vorm Eröffnungsfilm. Und ich weiß aber, es gibt noch eine Person hier im Raum, der gerne was sagen möchte. Nämlich zu seinem eigenen Film.
Ich darf ganz herzlich auf die Bühne bitten, den Regisseur von Everything Will Change, Martin Persil. Hi. Ich möchte was sagen. Möchtest du nicht? Ja, ich würde mich bedanken wollen. Ich finde es toll, dass wir hier sein können, dass das Festival stattfindet, dass ein Publikum da ist. Das ist genau wie für euch, für uns auch einfach, darum machen wir Filme. Und dass wir jetzt hier sein können, ist einfach echt toll. Danke an Olli und Svenja, danke an alle Finanzierer, danke an, ja, danke schön, dass wir da sein können. Zum Film würde ich am liebsten gar nichts sagen, ehrlich gesagt. Das musst du auch nicht. Wir können das danach machen, beim Filmgespräch. Machen wir? Machen wir, ne? Okay, dann sage ich jetzt den Film an. Wir sehen uns danach bei einem Filmgespräch und ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Reise bei Everything Will Change von Martin Persil. Film ab. Everything will be change. Und ich möchte gerne auf die Bühne bitten den Regisseur Martin Persil, die Produzentin Katharina Bergfeld und den Komponisten Gary Marlowe. Kommt nach vorne, ihr drei. Schnell sieht man sich wieder. Hallo. Hallo, vielen Dank, dass wir hier sind. Ja, ich habe das Gefühl, der Saal bebt noch in erster Linie nicht nur durch das Thema, sondern auch durch den Sound, der nochmal so durch alle Stühle geht. Erstmal ganz von Anfang an, wie kam es für dich zu der Idee, ein Thema, was uns alle nicht nur berühren sollte, sondern auch uns so weit stärken sollte, dass wir in die Tat umgreifen, ist etwas gewesen, wo du gesagt hast, ich muss hier drüber einen Film machen. Wie kam es dazu? Ja, ui, ich bin auch immer ein bisschen daneben gerade. Naja, das ist, also für mich persönlich war das ein Thema, was mich schon immer begleitet hat. Mein Vater war Naturschützer und ich bin so aufgewachsen und habe das Gefühl gehabt, ich möchte, so wie Katharina vorhin schon gesagt hat, im Interview vorhin gesagt hat, das weiß hier keiner. Wir sind ja Filmemacher und wenn es dann ein Thema manchmal gibt, was dich so tief berührt als Mensch und dann denkst du, was kannst du denn da machen und wie kannst du dich da irgendwie einbringen und als Filmemacher kannst du halt einen Film machen. Das war so ein bisschen die Motivation. Das heißt, es geht ein bisschen über unsere normale Kunst hinaus. Es geht eigentlich dahin, was wir als Menschen fühlen, was Katharina und Gary und ich als Menschen fühlen, dass wir da was machen müssen. Und bei uns war es halt eben der Film. Ihr habt eine ganz besondere Form gefunden, nämlich nicht nur dokumentarisch, nicht fiktiv, ihr habt beides miteinander vermengt. Wann ist es dazu gekommen? Ja, ich habe lange dran rumgeschrieben an diesem Skript. Es gab 100 Versionen und am Ende, uns kam es interessant vor, einfach zu sagen, unsere Zeit kommt uns ja jetzt mit Covid und ähnlichen Sachen als eine sehr schwierige, sehr irgendwie dunkle Zeit vor. Und wir haben aber gedacht, wenn man irgendwann zurückblickt auf diese Zeit, dann wird es wahrscheinlich im Vergleich tatsächlich eine Zeit sein, wo noch viel möglich ist, wo es viele Möglichkeiten gibt, Dinge zu schützen, wo ein Great Barrier Reef noch zu großen Teilen besteht, wo auch der Amazonas noch Ecken hat, die total unberührt sind. Jetzt haben wir diese Chance halt noch und das wollten wir halt eben in diese Story einbetten. Daher kam dann die Idee, das in die Zukunft zu verlegen, einen nostalgischen Rückblick auf unsere Zeit eben zu bauen und ja, unsere Zeit als eine goldene Zeit der Möglichkeiten und eine goldene Zeit der Vielfalt irgendwie darzustellen. Gerade sagtest du, es gab so viele verschiedene Drehbuchversionen. Katharina, weißt du noch, bei welcher Drehbuchversion bist du mit eingestiegen? Nee, das war lange vor Drehbuchversion. Ich glaube, so richtig angefangen haben wir mit 2 Seiten oder so. Die hatte Martin aufgeschrieben und ich kannte auch seinen ersten Film schon, das ist ja in Kalifornien, auch ein total wilder Ritt, der Wahnsinn ist und die Gemüter auch erhitzt hat. Und ich war aber so begeistert davon, dass mir klar war, irgendwie, wenn der Typ so eine total verrückte Idee wieder hat, dann muss das eigentlich gut werden. Und dann ging es los. Und es hat mega Spaß gemacht und es war aber auch für uns alle eine krasse Herausforderung, weil also ein großes Team, der Abspann war ja auch relativ lang, wie ihr gesehen habt, ein großes Team und alle haben so viel reingegeben, weil es für alle so einen Funken freigesetzt hat. Ich habe es noch nie erlebt, wie sich alle derart aus Interesse und Bock und Spaß an dieser kreativen Herausforderung so reingeschmissen haben und alles gegeben haben. Und es ist irgendwie so,
tatsächlich, das klingt vielleicht so ein bisschen pathetisch, aber wirklich so ein krasses Herzensprojekt und ein Baby für, ich glaube, da kann ich fast für das ganze Team sprechen, was uns mega, also auch durch die Zeit getragen hat. Ich bin seitdem so, okay, ich habe mich immer so, ich mache diesen Film und das ist mein Beitrag und jetzt ist dieser Film da und ich für mich denke so, okay, was mache ich denn jetzt? Aber jetzt seid ihr alle dran. Und das ist jetzt unsere Hoffnung, dass dieser Film seinen Weg geht und irgendwie sich wie ein guter Virus auf dieser ganzen Welt ausbreitet und wir merken, was alles möglich ist. Und zwar an ganz tollen Sachen, die in unserer Kraft liegen. Ja, also da ist, glaube ich, noch ganz viel, was jetzt passieren muss. Wir haben diesen Film gemacht und jetzt hoffen wir, dass irgendwie ganz viel Tolles passiert. Wird ja auch, wie wir gesehen haben, ne? Also ich hatte auch, wir müssen mal nachher hier alle zusammen sprechen, wie das jetzt bei Ihnen ausgegangen ist. Aber bevor ich gleich auf Sie zurückkomme und auch gerne von Ihnen Fragen mit aufnehmen möchte, erstmal noch die Frage, auch anschließend an das, was du gerade anstupst. Gibt es die Idee, auch den Film in einem bestimmten Forum zu zeigen oder mit NGOs zusammenzuarbeiten, also wirklich auch mit Trägern, die eigentlich schon dabei sind, das zu tun, was ihr im Film auch stark macht, das vielleicht nochmal mit dem Emotionalen des Films auch wirklich zu vereinen? Gibt es da Ideen oder Kooperationen? Also wir haben ja auch ganz viele tolle Partner, so in der Archivfreigabe, da hatten wir Kontakt mit ganz tollen Partnern. Die Wissenschaftler sind seit Jahrzehnten dabei, ihren Teil zu leisten und der Film soll irgendwie jetzt auch so ein Übertrag sein von was an Wissen eigentlich da ist und an unserer aller Bereitschaft irgendwie hinzuhören und mitzumachen. Und meine E-Mail-Adresse findet ihr, wenn ihr sie finden wollt, falls ich mit diesen ganzen NGOs noch nicht in Kontakt stehe. Ja. Das ist unser Jahr. Es ist 2022, der Film kommt im Mai in die Kinos und die Dinge passieren jetzt. Gibt es schon ein Datum für die Kinozeit, für den Kinostart? Voraussichtlich Mai, so. So es geht, ja. Aber ich glaube, es ist also NGOs und die Wissenschaftscommunity und auch das, das an, bereits an so Artensterben interessierte Publikum ist eigentlich gar nicht das Publikum, was ich jetzt am allerspannendsten finde, dass man es erreicht, sondern ich finde eigentlich am allerspannendsten, wenn wir es jetzt schaffen, diesen Film tatsächlich in ein normales Kino zu bringen und normale Menschen gehen da rein und meine Mutter geht da rein und einfach, weißt du, das ist ein populäres Kinoprodukt eigentlich schon ist, aber was einen halt irgendwie ein bisschen anders entlässt aus dem Kino als jetzt ein purer Unterhaltungsfilm. Mhm. Das würde mich eigentlich am glücklichsten machen, wenn wir es schaffen, den so zu positionieren, dass er mit neben anderen Filmen läuft. Dann hoffe ich, dass genau das auch klappt. Ich würde gerne noch auf die Musik zu sprechen kommen, denn wir haben hier ja, wie sagtest du so schön am Telefon, einen Zukunftssound, der aber ohne Blade Runner-Budget funktionieren musste. Wie bist du da rangegangen? Wir haben uns natürlich der Frage gestellt, wie klingt diese Zukunft? Und das Budget ist dabei überhaupt keine Frage. Denn ich finde immer, man muss an Musik so herangehen, dass man das Bestmögliche dafür schafft. Das ist vollkommen egal, wie viel Geld es kostet, wie viel Energie es kostet. Du musst immer das Beste machen, ganz einfach. Und wir waren uns da sehr schnell einig, wie das Ganze klingen muss. Es muss klingen, dass es von Menschen gemacht ist, nicht von Maschinen. Und das haben wir damit gelöst, indem ich ganz viele Dinge von Hand live gespielt habe, die man heutzutage mit dem Computer machen würde. Ich weiß noch, wie Martin zu mir ins Studio kam und total erstaunt war, was, diesen schnellen Kram, den spielst du alles live? Und das ist ganz wichtig. Also ich benutze meine persönlichen Defekte, meine Schwächen, Unzulänglichkeiten als menschliches Wesen, um das Publikum fühlen zu lassen, ohne dass ihr das wisst. Das hat ein Mensch gemacht. Und das ist genau das, wo wir gestartet sind. Und wir haben ganz spezielle Instrumente benutzt, ganz seltene Instrumente, die ich sammle, die aus den 60er und 70er Jahren kommen und die warm klingen. Das ist elektronische Musik, die ist aber warm und die lebt. Kannst du ein Beispiel nennen, eines der Instrumente, die dir da gerade in den Kopf schießt? Ich habe zum Beispiel Moog-Synthesizer benutzt, den legendären Mini-Moog. Ich habe eine Farfisa-Orgel von 1967 benutzt, die früher Pink Floyd, die ganz frühen Pink Floyd benutzt haben. Also so Zeug haben wir da drin und das macht diesen ganz eigenen Klang, den wir für diese Welt schaffen wollten. Martin?
Ich würde noch hinzufügen, dass das, was Gary da gemacht hat, indem er sich eben aus den 60ern und 70ern bedient hat, bedient er sich aus einer Zeit, die von der Zeitspanne her so ähnlich weit weg liegt, wie das vom Film bis zu uns. Also wir haben sozusagen so eine ähnliche Nostalgieweite in der Musik halt versucht. Und heute hört man so 60er, 70er, 80er Musik und da ist so ein schönes Gefühl an, vielleicht je nach Alter, Kindheit oder Jugend oder irgendwas dabei. Und das wollten wir halt irgendwie im Film auch unterbringen, dass wir sagen, dieser Film soll so eine ganz doll nostalgische Unternote eigentlich haben. Und ich finde, das hat halt Gary mit diesen Synthesizern wahnsinnig gut gemacht. Und ja. Fett klingt es auch noch. Klingt fett. Meine letzte Frage, bevor ich ans Publikum abgeben möchte. Hat man die Chance, diesen Sound unabhängig vom Film vielleicht auch demnächst zu hören? Gute Frage. Oh yes. Ich kann die Katze aus dem Sack lassen. Wir werden zum Filmstart dank der Hilfe eines wahnsinnig enthusiastischen Labels tatsächlich eine Limited Edition sogar haben, als richtige analoge Vinyl-Schallplatte, als echtes Album, was man anfassen kann. Es wird eine CD geben, es wird natürlich auch digitale Formate geben. Wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben, ein Album zu kompilieren, was auch zu Hause dann hörbar ist, was nicht nur mit den Bildern funktioniert, sondern was wirklich Spaß machen soll. Kommt auch wohl im Mai. Schön, sehr schön. Dann weiß ich schon direkt, was ich mir da auf meinen Merkzettel schreiben muss. Und blicke ins Publikum. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Lob, was Sie gerne jetzt hier an das Filmteam loswerden möchten? Kritik? Auch, aber nur ein bisschen. Guck mal, die sind alle fix und fertig. Die wollen machen. Die wollen ins Handeln gehen. Die wollen in die Bar. Die sitzen ja, oder die wollen in die Bar. Gibt es eine Bar? Ich glaube, es gibt dieses Jahr keine Bar. Dann frage ich noch ein paar Fragen. Außer, hier gibt es eine Frage. Ja, bitte. Es gibt Verstärkung im Saal. Gar keine Frage, einfach nur ein ganz, ganz dickes Lob. Ich fand den Film total krass, total ergreifend, schockierend, aber auch krass motivierend. Und will einfach nur Danke sagen, dass wir heute hier bei der Eröffnung vom Max-Ophüls-Festival so einen krassen Film sehen durften und so coole Leute da haben durften. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich will auch noch was sagen, was mir so ein bisschen Mut macht und auch Hoffnung macht und mich auch so ein bisschen zuversichtlicher in die Zeit jetzt gucken lässt. Ich glaube, wir haben gerade die Corona-Krise, in der wir beweisen, dass wir auf Wissenschaft hören als Politik. Olli. Und ich glaube, es braucht jetzt nur noch einen ganz kleinen Turn, in dem wir eben auch bei der Klimakrise und beim Artensterben endlich auf die Wissenschaft hören und in dem wir nicht nur Corona-Krisenstäbe einrichten, sondern eben auch wöchentliche Klimakrisenstäbe. Also vielen, vielen Dank nochmal auch von mir. Echt, ich bin echt total ergriffen. Vielleicht hört man es an meiner Stimme. Danke dir. Danke dir. Ich würde da kurz was zu sagen tatsächlich. Das finde ich also genau die Reaktion, die wir eigentlich erhoffen, dass also wirklich, dass man auf die Wissenschaftler einfach anfängt zu hören, ist wirklich der nächste Schritt, den wir jetzt gehen. Und dann kommen noch ganz viele, aber das ist erstmal der Wichtige. Und wir haben versucht, in diesem Film eigentlich den Zuschauer nicht zu überfordern mit allzu viel Statistiken und Zahlen. Aber es fällt dort eine Zahl gleich am Anfang, die ich gerne noch mal jetzt hier aufgreifen wollte. Und zwar bis 2019, also 2019 habt ihr gesehen, kam ein Report raus, der das Artensterben quantifiziert und sagt, die Rate an Aussterben ist jetzt 1000-mal höher, als sie sein dürfte. Davor hat man gerechnet mit so Zahlen wie 250 bis 300 Arten pro Tag sterben aus, was für mich der Anfang des Projekts war, aber als ich das gelesen habe, dachte ich, ich spinne. 250 bis 300 Arten pro Tag ist halt, das sind eine Menge Arten, wenn wir insgesamt nur von 9 Millionen ausgehen. Das geht dann halt auch relativ fix, dass es dann weniger wird. 2019 kam, wie gesagt, dieser Bericht raus, 1000-mal erhöht. Und wir haben im Film die ganze Zeit überlegt, wie kriegen wir denn das richtig so transportiert, dass man das als Bild, dass man das gut versteht. Es ist uns leider zur Schreibephase nicht eingefallen. Es ist also nicht im Film. Es ist uns aber letzte Woche eingefallen, wie man das gut verbildlichen kann. Das möchte ich jetzt hier nochmal darbieten. 1000-mal erhöht. Stellt euch vor, ihr habt einen Knopf, wie bei so einem Verstärker, einem Gitarrenverstärker, sagen wir mal, der geht von 0 bis 10. Und jetzt sagen wir mal, dieser Knopf geht von 0 bis 1000. Der ist voll aufgerissen auf 1000. Wenn wir jetzt anfangen würden, uns besser zu verhalten und diese Sterberate runterzubringen, sagen wir mal auf Hälfte, 500, super, auf ganz schön weit runter, auf die 1 fast, das sind dann nur noch 100 Mal. Jetzt drehen wir ihn fast ganz runter auf nur noch 2 oder 3. Dann ist es halt immer noch zweifach oder dreifach so viel, wie es sein dürfte. Das heißt, die Situation ist
überkrass gerade. Und es wird so sein, dass die Artenvielfalt sehr schnell in den Keller gehen wird und irgendwann dann auch weg ist. Und das heißt, im Gegensatz zum Klimawandel, den wir jetzt ab jetzt für immer haben werden, und im Gegensatz zu Krankheiten, den wir als Spezies ab jetzt wahrscheinlich öfter mal haben werden, ist das Artensterben eine Sache, die jetzt passiert und irgendwann eigentlich durch ist. Und zwar wahrscheinlich, wenn es so weitergeht innerhalb von den nächsten 100, 200 Jahren, dann ist der Drops gelutscht. Das heißt, wir leben in so einer Art Holocaust-Phase, deren wir uns bewusst sein müssen. Es ist nur jetzt. That's it. Tausendmal erhöht. Wir haben tausendmal mehr Aussterben, als wir haben dürften. Da müssen wir was machen. Zahlen. Belegte Zahlen, peer-reviewed, von allen Wissenschaftlern sich geeinigt drauf, auf diese Zahl veröffentlicht, uns erhältlich, wenn man nur in die Medien gucken oder in die Bücher, tausendmal mehr aussterben, als sein dürfte. Ich schaue noch mal ins Publikum. Möchte noch jemand etwas sagen? Ja, bitte. Ich glaube, sonst gibt es da von der Seite. So, erstmal vielen Dank für den Film. Ich habe eine formale Frage. Ich fand das toll, diese Gewichtung aus sozusagen Spielfilm mit so einer Rahmenhandlung der drei Schauspielerinnen und dann aber auch Reportageelemente und da wiederum eine tolle Gewichtung aus sozusagen relativ faktenorientiert, Talking Heads auch und eben auch so vielleicht nicht so naheliegende Geschichten wie diese Astronautengeschichte. Du hast ja gesprochen von hunderten Drehbuchversionen. Magst du dazu was sagen, wie das kam, also quasi diese Gewichtung aus diesen Elementen und wie es sozusagen da zu dieser recht überredenden Verbindung dieser Stilmittel kam? Neues nehmen? Ja. Den habe ich heute schon geküsst. Achso, nee. Ja, ist, glaube ich, eine Geschmacksfrage. Ich mag das, wenn Dinge aus so vielen kleinen Einzelteilen bestehen. Mein erster Film war auch so. Mir persönlich gefällt die Astronautensequenz nach wie vor sehr gut, weil das halt eine Animation und es ist eine Geschichte, die so ein bisschen um die Ecke gedacht ist. Ich finde einfach, das gibt einem Film, der so ist wie dieser, der halt eben... Ich weiß gar nicht, wie ich mich da ausdrücken soll. Auf jeden Fall, ich mag das, wenn auch teilweise so eine poetische Seite halt angeschlagen wird in dem Gesamtakkord. Und diese Animation war schon sehr lange da. Also Talk About, diese ganzen Versionen, die hat es wirklich durchgeschafft. Seit der ersten Version war die schon mit drin. Und die ist tatsächlich ein bisschen angelehnt an eine Geschichte von Roger Willemsen geschrieben, der ja das unfertige Buch veröffentlicht wurde von ihm nach seinem Tod, Wie wir waren. Und da stellt er sich vor, wie das wäre mit zwei Astronauten, die dann komplett die Verbindung verlieren zur Erde und wie es dann eben, den Rest haben wir uns dazu gedacht, aber einfach so, dass man sagt, an sowas Einfachen wie der Melodie einer Nachtigall kann eigentlich so ein Selbstverständnis hängen für einen Menschen, der von diesem Planeten kommt. Und ja, mir geht es ganz stark so, dass manchmal durch so kleine Tonreize oder Gerüche oder einfach nur ein Schmetterling plötzlich was angeschlagen wird, dass wenn es nicht mehr angeschlagen werden würde und weg wäre, dann würde mir was fehlen als Mensch. So kommt mir das vor. Und manchmal ist es ja auch so, manchmal gehst du ja irgendwo lang und dann siehst du einen Schmetterling und denkst, oh guck mal, da ist ein Schmetterling, da waren doch früher Tausende, jetzt ist da nur noch einer, der wäre mir aber nicht mehr auf, also dass da jetzt einer ist, fällt mir auf, aber dieser eine ist genauso gut wie keiner, weil einer alleine kann sich auch nicht fortpflanzen. Das heißt, diese eine Schrägstrich keine, das sind so Dinge, die uns jetzt auffallen sollen und wo wir halt hoffen, dass dieser Film da ein bisschen mit beiträgt. Das Artensterben passiert halt auch hier vor der Tür, das passiert nicht nur in den Tropen und dass wir da eine Aufmerksamkeit für entwickeln, das ist unsere Hoffnung. Gibt es noch eine letzte Frage aus dem Publikum oder eine Anmerkung? Ja. Ja, mach. Wie kam es zur Entscheidung, diese drei Figuren zu verwenden? Sollten sie so eine Art Querschnitt der Gesellschaft darstellen? Oder, also warum diese Handlung anhand dieser drei Figuren? Die Frage war, warum diese Handlung anhand von drei Figuren und ob es eine... Ja. Wie kam es zu der Konzeption dieser drei Menschen? Warum waren die so, wie sie waren? Also warum ist die Wahl getroffen worden, diese drei Figuren, um diese Geschichte zu erzählen?
Ist eine gute Frage. Also wir wollten auf jeden Fall eine Freundschaft abbilden. Am Anfang, in den früheren Script-Versionen, waren Ben und Cherry hatten noch mehr so eine erotische Spannung zwischen sich am Laufen. Dann haben wir immer gemerkt, das muss eigentlich gar nicht sein. Das Wichtige ist eigentlich, dass die einfach Jugendliche ihrer Zeit sind, ihrer Generation. Und dann, ich weiß nicht, ob du auch darauf abzielst, aber ich gehe jetzt mal vielleicht davon aus, dass du darauf abzielst, dass die zwei aktiven Figuren, die beiden männlichen sind, und am Ende die Frau erst dazu kommt, als es dann zum Action geht. Nee, darum ging es nicht in deiner Frage. Okay, da haben wir uns nämlich dann Gedanken drüber gemacht, ob das eigentlich richtig, falsch oder. Also wir haben halt irgendwann gemerkt, komisch, die Frau ist so der Katalyst, ist aber nicht die Rechercheperson. Und da ist es auf jeden Fall so, wenn ich das nochmal entscheiden dürfte, würde ich es anders entscheiden. Das war ein Zufall. Es stimmt irgendwie auch. Also die Frau kommt und jetzt wird es pragmatisch und jetzt wird es veröffentlicht und sie will sich, jetzt will die Gruppe sich nach außen richten. Vorher nicht, vorher waren sie am Träumen und am Machen irgendwie. Trotzdem würde ich es heute anders besetzen, wenn ich es nochmal entscheiden würde. Wir wollten halt dieses Gefühl von, jeder alleine hat zwar ganz viele Fähigkeiten, also Ben ist der Träumer, der auch um die Ecke denkt und quer, also anders denkt als die anderen. Und die meisten, die wollen halt nicht drüber reden. Und er ist so, ja, aber vielleicht ist da doch was dran. Fini ist halt der Tech-Freak, der halt in der Lage ist, irgendwie dieses IC zu hacken. Und der hat dieses technische Know-how. Und Sherry braucht es aber, um all das zusammenzubringen und in die Tat umzusetzen und was draus zu machen. Und das war der Gedanke, dass jeder alleine einfach nicht stark genug ist, sondern es braucht halt ein Team und es braucht verschiedene Kräfte und Qualitäten, um wirklich was zu reißen. Und so haben die alle drei so ihren Fokus und ihren Charakter. Aber erst zusammen wird irgendwie ein Schuh draus. Und das war so der Hintergrund von dieser Freundschaftskonstellation und den Charakteren, wenn ich das so richtig zusammenfasse. Wolltest du noch was hinzufügen? Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir wahrscheinlich den Abend schließen. Es ist so schön, hier mit euch zu stehen. Ja, smuggelig. Ihr habt die ganzen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Interview zu sehen. Haben die schon den fertigen Film gesehen? Hat Wim Wenders schon den fertigen Film gesehen? Was waren die Reaktionen? Die haben den alle gesehen. Es gibt auch ein ganz tolles Panel, was es zur Langen nach der Ideen gab, was vom Auswärtigen Amt ausgerichtet und der Villa Aurora im Sommer stattgefunden hat, wo wir den Film nicht gezeigt haben, natürlich, weil wir auf heute gewartet haben, aber wo wir Ausschnitte gezeigt haben und mit Wissenschaftlern und auch einer Luisa Neubauer von Fridays for Future haben wir und Leuten aus dem Film über den Film gesprochen und welche Bedeutung Wissenschaft und Kunst hat, um was zu bewegen. Und in dem Rahmen haben halt auch viele von den Protagonistinnen den Film gesehen. Und also der Konsens so auch in der Wissenschaft ist so, die Wissenschaft braucht halt auch ein Vehikel, um transportiert zu werden, übersetzt zu werden und die Herzen zu berühren. Und an der Stelle hatte man so das Gefühl, und ne, irgendwie, dass so alles zusammenkommt. Und die waren da sehr, hatte ich das Gefühl, sehr dankbar, irgendwie, dass es an dieser Schnittstelle auch diesen Film gibt, wo er sich bewegt. Ja, absolut. Und die... Was wir auch festgestellt haben, hier sind ja auch wahrscheinlich viele Dokumentarfilmliebhaber und Dokumentarfilmmacher. Und unser Film ist ja im Grunde auch zum Teil ein Dokumentarfilm. Was wir gemerkt haben, ist, dass diese Wissenschaftler ganz viel Spaß daran hatten, diese Fiktion mitzuspielen. Die mussten ja in der Vergangenheitsform reden. Die mussten ja sagen, ja, damals haben wir dies und das verstanden und damals ist es so. Und das war dann immer die Aufgabe. Wir sind dann zu den Interviews gefahren. Wir haben die Leute besucht in den Universitäten und wo sie halt eben aktiv sind, haben sie da interviewt und haben dann immer gebeten, bitte sprich so. Und das haben alle mit Freuden mitgemacht. Und das war einfach ganz spannend zu sehen, wie viel Spieltrieb eigentlich da war, auf der Mission, Wissenschaft verdaubar zu machen für ein Normalpublikum. Also das war, genau, wie Katharina gerade sagt, alle waren sich da eigentlich einig, da müssen wir hin, also als Wissenschaftler gesagt, da müssen wir hin, uns verdaubar zu machen. Und genau, wir haben sehr viel Hilfe bekommen von denen. Dann wünsche ich euch noch mehr Hilfe mit eurem Start. Einmal jetzt hier auf dem Festival, aber natürlich auch im Mai mit eurem Kinostart, dass nicht nur ihr Erfolg habt, sondern dass der Erfolg auch rübergeht zum Publikum, die nämlich etwas mitbewegen können mit eurem Film, der uns bewegen soll. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Vielen Dank für euren Film. Danke an euch. Danke fürs Kommen. War eine schöne Show. Vielen Dank.
Das war der Eröffnungsfilm Everything Will Change. Ich hoffe, Sie haben schon fleißig abgestimmt. Und dann können Sie nämlich Ihren Stimmzettel draußen abgeben. Wenn Sie wollen, können Sie den Kuli behalten. Wenn nicht, freuen wir uns auch, wenn Sie den wieder mit abgeben. Und ich würde sagen, wenn Sie jetzt angefixt sind, noch mehr Filme zu schauen, tragen Sie es weiter, erzählen Sie es rum, gehen Sie auf unsere Homepage, das Herzstück des Festivals, www.ffmob.de. Dort finden Sie alle nötigen Informationen, um sich noch mehr in solche Reisen zu begeben wie diese hier. Ansonsten würde ich sagen, ist der Film ein mutmachender Appell, ins Tun zu kommen und Dinge nach vorne zu bringen. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie jetzt auch auf diesem Festival Dinge nach vorne bringen, mit Gesprächen, mit Menschen in Kontakt kommen, um Gespräche zu führen, und wünsche Ihnen ein wunderbares Festival. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns.